Achtung, in diesem Video sind Szenen zu sehen, in denen echte Tierorgane gezeigt werden. Wenn das Ihnen zu nahe geht oder Sie aus ethischen Gründen das nicht sehen wollen, dann machen Sie bitte das Video aus. Das Video hat einen Bildungscharakter wie ein Dokumentarfilm. Hallo Leute und willkommen bei Timon. Heute haben wir ein richtig cooles Experiment. Leute, das hier ist wirklich kein Clickbait. Wir werden es heute erfahren, ob die Augen im Vakuum wirklich herausgedrückt werden. Wenn ihr euch an das Video erinnert, wo wir Blut im Vakuum gesteckt haben, wisst ihr, dass Blut im Vakuum nicht zum Kochen angefangen hat. Wir haben alles ausprobiert, aber das hat leider nicht funktioniert. Damals sind wir zum Entschluss gekommen, dass menschliches Blut im Vakuum nicht zum Kochen anfängt. Einerseits lag es daran, dass wir keine Gase im Blut haben, die nach oben steigen. Andererseits ist es deswegen, weil wir im menschlichen Körper eigenen Druck haben. Das war leider alles falsch, Leute. Ich habe einen Riesenfehler gemacht. In diesem Video werde ich euch aber zeigen, wie Blut wirklich auf Vakuum reagiert. So werden wir endlich herausfinden, was mit einem Menschen passiert, der im Weltall ohne seinen Schutzanzug kommen würde. Also Leute, unter dem Video, wo wir Blut in Vakuum gesteckt haben, habt ihr mir so viele Kommentare geschrieben. Ja Leute, ihr habt recht. Ich habe Blut vom Metzger benutzt. Dieses Blut wird gekühlt verkauft. Das Blut wird für die Herstellung von Blutwurst benutzt. Wer von euch hat schon mal Blutwurst gegessen? Schreibt mir in die Kommentare. Also Leute, wenn ich ein Thermometer im Blut reinstecke, stellt sich heraus, dass das Blut wirklich abgekühlt ist. Das sind 17 Grad, Leute, und wie wir es wissen, ist menschliches Blut auf 36,6 Grad. Ich schlage vor, wir werden dieses Blut auf Wasserdampf ganz leicht aufwärmen. Wenn das Blut auf 37 Grad erhitzt wurde, dann stellen wir es in Vakuumgerät rein. Also, das Blut haben wir hinter der Kamera aufgewärmt. Die Temperatur des Blutes beträgt jetzt 37,6 Grad. Wir werden gleich die Situation imitieren, wenn ihr im Weltall seid und euer Schutzanzug kaputt gegangen ist. Also wir stellen unseren Gefäß in Vakuum und machen das zu. So Leute, wir machen unseren Vakuumgerät wieder an. Warten. Okay, da passiert schon was. Oh, seht ihr das? Es steigt Dampf auf. So Leute, jetzt haben wir vollen Vakuum erreicht. Wir sehen schon die ersten Veränderungen. Wow Leute, das ist wirklich unglaublich. Das Blut fängt an zu kochen. Das kocht nicht nur, das sprudelt direkt raus. Leider wurde unsere Kolbe beschlagen, aber auch so sieht man, wie das Blut sich auskocht. Stellt euch mal vor, das kleine und das große Blutkreislauf des Menschen. 4 bis 5 Liter Blut, Leute. Im Weltall wäre das eine Katastrophe. Im Weltall würde das Blut sofort zum Kochen anfangen. Ich will mir gar nicht vorstellen, was mit dem ganzen Gefäßen passieren wird. Heftig, Leute, ich bin sehr froh, dass ich euch nochmal das Experiment vorführen dürfte. Jetzt haben wir alles richtig gemacht. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr liked es. Also Leute, wer bis hierher geschaut hat, Respekt an euch. Jetzt kommt nämlich ein richtig cooles Experiment. Für diejenigen, die ein wenig sensibel sind, bitte ich an, den Bildschirm auszumachen und nur zuzuhören. Dieses Auge habe ich mir bei einem Metzger gekauft. Junge Augenchirurgen operieren solche Augen. Ja Leute, die machen richtig heftige Operationen mit Tieraugen. Ich werde euch heute das zeigen, was euch bis jetzt noch niemand gezeigt hat. Werden sich die Augen im Vakuum aufblasen? Dieses Auge hat eigenen Druck, Leute. Das Auge wurde sehr vorsichtig aus dem Tierschädel herausgenommen. Wisst ihr was? Ich habe immer gedacht, dass so ein Auge hart ist. Das ist falsch, Leute. Das Auge ist richtig weich. Guck mal, wie das aussieht. Richtig krass, oder? Also Leute, ich wiederhol's nochmal. Wer es nicht anschauen kann, der macht bitte das Bildschirm aus und hört nur zu. So Leute, wir machen Vakuum an. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Aber wir sehen nur die Oberfläche. Wie es innen drin aussieht, sehen wir nicht.
Das ist ein komplexer Organ mit eigenen Kapillaren und Sehnen. Das ist so wie ein kleiner Beutel mit eigenem Druck, Leute. Seht ihr das? Der bewegt sich, der wird langsam größer. Also, das kleine Säckchen hinter dem Auge bläst sich auf. Normalerweise müsste das Säckchen das Augapfel rausdrücken. Heftig, Leute, das Auge bläst sich auf. Schaut, wie groß das schon geworden ist. Auf dem Augapfel sind jetzt kleine Bläschen, Leute. Seht ihr das? Leute, das Auge hat sich bewegt. Bis jetzt haben sich alle Organe, die ich in Vakuum gesteckt habe, sich bewegt. Das liegt wahrscheinlich daran, weil die viele Flüssigkeiten in sich tragen. Die Flüssigkeiten fangen an zum Kochen oder Verdampfen. So entstehen kleine Bewegungen. Wir machen den Vakuum aus. Wow. Also Leute, es ist wirklich wahr, man kann so einen Augapfel wirklich herausdrücken. Leute, wie cool hat sich das Auge aufgeblasen. Ich entschuldige mich nochmal bei allen, die das nicht verkraftet haben. Leute, schreibt mir in die Kommentare, was ich noch alles in Vakuum reinlegen soll. Like das Video, Leute, abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen.